Guten Abend, liebe YouTuber. Ich sage guten Abend, weil ich habe jetzt schon einen langen Tag hinter mir oder viele Tage und es wird hier viel gearbeitet. Ihr seht so ein bisschen im Hintergrund, der Laden sieht jetzt schon anders aus, aber das wird sich noch total verändern. Und wir steuern ganz rasant auf die Adventsausstellung zu. Und zuvor möchte ich euch einfach nochmal zeigen, so einen kleinen Rundgang, wie der Laden jetzt aussieht, was wir schon, so ein paar Kleinigkeiten, was wir gemacht haben. Und dann zeige ich euch noch einen ganz tollen Adventskranz. Aber dazu drehe ich die Kamera nach der Intro jetzt um. Also wir waren schon unglaublich fleißig. Der Herbst wird jetzt hier langsam rausgeräumt. Die Blumen, die müssen jetzt auch, die Schnittblumen, die müssen jetzt dann weichen, weil hier ist jetzt alles leer und hier werden dann die Adventssachen rein dekoriert. Und das ist immer dann die Fläche, die ihr seht im Video, die zu einem Winter Wonderland umdekoriert wird. Und hier seht ihr auch noch im Schaufenster, ich sage jetzt mal noch, ja, gibt es auch noch die schönen, das Herz vom Video und die schönen Bäumchen. Ja, das wisst ihr auch, das letzte Video mit den Bäumchen, das war super, habe ich mich total gefreut über euren Zuspruch. Dann haben wir natürlich schon Amaryllis ausdekoriert. Das ist jetzt alles noch nicht rein dekoriert und das sind jetzt alles noch Sachen, ja, genau, das haben wir. Das sind alles noch Sachen, die sind noch nicht an die Oberfläche gekommen. Das sind so süße Bäumchen. Aber da kommen wir noch in der Ausstellung dazu. Und umgeräumt haben wir deswegen, weil wir brauchen hier den Platz. Hier überall hier vorne brauchen wir den Platz. Das wird alles Advent. Sieht noch nicht ganz so aus. Morgen früh liefert mein Holländer wieder, beziehungsweise heute Nacht liefert Blumen. Hier haben wir Weihnachtssterne und es gibt natürlich nicht nur Weihnachten, ja, sondern es gibt natürlich auch noch Schnittblumen und unsere Schnittblumen, wir haben hier noch so ein Separé. Es gibt ein paar, die schon bei mir waren, Renate und es gibt ganz liebe YouTuber, die haben es mal reingeguckt oder auch aus dem Taunus, die Birgit und die Gitta, also ganz liebe Leute. Ja, und die Schnittblumen, die werden jetzt hier in einen kleinen, in unser kleines Separé hier dekoriert. Hier habe ich noch meinen Kerzenschrank. Der ist jetzt wohl bestückt und wartet auf die kommenden Tage. Dann natürlich die vielen Kästchen, wenn die Leute was mitnehmen wollen. Ja, dann haben wir auch hier, ach, das ist auch immer sehr schön, die Gaulterien, die ausdekorierten. Aber ich glaube, das machen wir bei der Adventsausstellung. Weil jetzt gehen wir erstmal in den Arbeitsbereich. Und hier warten auch schon, ach guck mal, hier warten auch ein paar Bäumchen. Es ist schon ein bisschen Platznot da drüben. Und Bäumchen seht ihr auch hier. Guckt mal, wie schön das aussieht, Bäumchen zu Bäumchen. Das sind diese schönen Alubäumchen, die ich euch versende auch. Und also noch habe ich auch Vorräte, haben auch schon einige von euch bestellt. Nochmal vom Preis her, der kleine ist bei 17 Euro und der größere, der ist bei 24,50. Und die sind natürlich so als Pärchen dekoriert, sind die herzallerliebst. Noch so ein kleines, so ein bisschen Grün dazugelegt. Ja, so haben wir das jetzt auch für unsere Ausstellung. Ist natürlich auch eine schöne Idee, wenn man sowas zu Hause machen will. Ist auch sehr, sehr adrett. Und so sieht auch jetzt mein Tisch aus mit einer Videovorbereitung. Aber ich hänge die Kamera jetzt gleich auf, weil ich kann natürlich nicht die Kamera halten und arbeiten und filmen. Das geht gar nicht. Und dazu drehe ich einfach jetzt das Ganze jetzt mal um. So, ihr Lieben. Also, jetzt habe ich mal alles erstmal bereit. Ich habe mir hier um mir das Leben ein bisschen einfacher zu machen, habe ich mir einen schönen, gemischt gewickelten Kranz genommen. Ja, der ist jetzt bereits fertig und hat dieses schöne, ja, gemischte Material. Also wirklich auch nicht nur Konifere, Tanne, der hat also alles drin. Auch so ein bisschen beerige Konifere, die auch mal eine andere Farbe hat. Und das ist jetzt ein 30er Strohrömer. Bestellen, ich mache euch auch immer die Bestelllinks. Bestellen könnt ihr bei Floristik24, wie ihr wisst.
Und mein Gedanke ist, ich möchte einen Adventskranz machen mit saharafarbenen Kerzen. Ich finde, dieses Sahara ist so ein wunderschöner Farbton und mit Natur dekoriert. Keine Kugeln. Und dazu habe ich noch einen. Ich möchte gerne diesen Kranz etwas höher machen. Und dazu habe ich mir einen zweiten Strohrömer noch genommen. Also sprich, ich habe nicht nur einen Kranz genommen, sondern einen zweiten und habe diesen Strohrömer aber, damit er schöner aussieht und auch von unten sieht man ja sonst das, ja, dieses Stroh, habe ich diesen Strohrömer mit einem Kranzwickelband gewickelt. Und das habe ich vor dem Video gemacht, weil das ist jetzt eine Arbeit, die ist ein bisschen langweilig, wenn ich die im Video mache. Und das ist ein sogenanntes Kranzwickelband. Ja, kann man also sehr schön diese Strohrömer dann. Sind die nicht so gelb wie das Stroh, sondern sind eben so hübsch, ja, hübsch grün eingewickelt. Ich hole mal ein paar Krampen. So, Krampen sind auch immer sehr gut. Die kann man super benutzen. Das sind diese aus Metall. Und mit dem Krampen mache ich jetzt einfach das Kranzwickelband fest. So, einmal festgedrückt. So, zack, ist es drin. Hier sieht man auch den kleinen Metallkrampen. Und mein Gedanke, so, ich lege jetzt erstmal das restliche Naturmaterial. Da erzähle ich euch gleich, was ich damit vorhabe, weil das sieht im Moment aus, als ob die Margit nur Chaos machen wird. Ich lege es mal vom Tisch runter. Das kommt gleich wieder zum Tragen. Freue ich mich drauf. Ja, ich lege diesen Strohrömer. Ich mache den am Schluss unten drauf, weil ich möchte meinen Kranz etwas höher machen. Aber bevor ich das mache, ja, nicht nur höher, sondern ich würde auch gerne, ich hätte gerne eine kleine Erhöhung noch mit, ja, wie so Füßchen sozusagen. Ich möchte ihn gerne noch höher machen und möchte so eine schöne, ja, Reisig-Weinreben-Basis drunter machen. Und jetzt könnte ich natürlich entweder diese, ja, ich habe so ein paar Holzklötzchen und die hätte ich auch gern gleich groß. Da habe ich jetzt einfach mal so eine Variation an Birkenstückchen. Man soll ja auch die Männer ein bisschen mit einbeziehen bei den Arbeiten, ja? Und wenn die Männer, wenn man sagt, hier, Schatzi, ich habe da so ein paar Holzäste, kannst du mir die sägen? Das ist natürlich eine coole Geschichte. Und da ist mein Gedanke, ich möchte gerne diesen Kranz, ja, sozusagen Füßchen geben. Und da muss ich einfach mal suchen, dass ich ein paar Holzklötzchen habe, die eine gleiche Höhe haben. Das sieht ganz gut aus. Das ist super. Ja, so würde ich das machen. Wunderbar. Dieser Strohrömer, der hat eine Seite, die ist etwas flacher und eine Seite ist etwas runder. Und da ja die flache Seite hier unten ist, mache ich flach an flach, ja, und mache die runde Seite dann nach unten. Folglich möchte ich gerne diese Klötzchen, das ist super, das scheint auch nicht zu wackeln dann, ja, möchte ich gerne die runde Seite vom Strohrömer, die muss nach unten. So, meine anderen Ästchen, die könnten jetzt also zu den Männern wieder zum Kleinsägen für die nächsten Arbeiten. Schöne Grüße. Okay. Ja, aber das macht jetzt einen sehr guten Eindruck und ich nehme einen Heißkleber. Und klebe jetzt diese Klötzchen auf meinen Strohrömer. Und dazu, ich brauche natürlich erstmal Heißklebestifte, ich brauche Munition. So, im ersten Schritt klebe ich das Ganze und im zweiten Schritt werde ich nochmal mit Draht auch nochmal das Ganze fixieren. Weil nur kleben, ist mir jetzt, glaube ich, nicht sicher genug, dass es hält. Aber so, jetzt kann ich erstmal kleben, drück mal ordentlich drauf, lass es mal ein bisschen kühl werden. Und ich glaube, ich hätte gern auch noch mal ein paar schöne Zapfen dazu. Und dazu gehen wir jetzt mal in den Laden und ich zeige euch mal, ich habe heute aufgeräumt, ich habe so richtig sortiert und was für die Ausstellung tatsächlich schon fertig ist, das sind die Zapfen. Und da zeige ich euch auch mal die ganzen Körbe. Und wenn ihr Bäumchen bestellt und ihr wollt gern Zapfen dazu, also nur Zapfen werde ich jetzt leider nicht versenden, aber die Zapfen versende ich auch zu den Bäumchen dazu, wenn ihr welche wollt. Und die sind ein Traum. Da zeige ich euch gleich mal die Fotos. Kommt mal mit.
So, und Zapfen. Ich habe jetzt einfach mal ein paar mitgebracht. Diese schönen Strobus, diese Strobuszapfen gibt es in verschiedenen Farben und das ist jetzt wirklich so ein kleiner, gebleichter Kieferzapfen. Also mal gucken, was wir so nehmen. So, meine Klötzchen sind jetzt also alle schon hier fest dran. Aber fest ist nicht unbedingt fest genug. Deswegen wollte ich doch nochmal mit einem festen Draht nochmal wickeln, damit die auch nicht, ja, nicht irgendwann ein Klötzchen fehlt und der Kranz macht den Abgang oder ja, steht nicht mehr fest. Das geht ja gar nicht. Das heißt, ich nehme jetzt einen Wickeldraht und wickel schön fest, nochmal, einfach nochmal um Strohrömer und um mein Birkenklötzchen. So, wenn ich genug Umdrehung habe, gehe ich her, gehe einmal mit dem Draht gegen die Fahrtrichtung, habe eine Schlaufe und mache den Draht fest. Das Ganze mache ich jetzt natürlich an allen vier Ecken. So. So, der Unterbau ist fertig. Mein Kranz mit den Klötzchen. Und das ist jetzt also schon schön hoch, das Ganze. Ja, da habe ich diesen Strohrömer drunter und einmal drüber. Und jetzt lege ich erstmal meine Zapfen weg, weil die sind sonst in Gefahr. Das sieht jetzt super aus, so habe ich mir das auch vorgestellt. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich würde jetzt, so, ich gehe jetzt nochmal her und mach ein bisschen grün hier innen rein, weil wenn ich jetzt hier innen rein gucke, das sieht man mit der Kamera jetzt vielleicht nicht gut genug, außen werde ich gleich noch verkleiden, aber innen, wenn ich da reingucke, dann gucke ich auf diesen grün gewickelten Strohrömer und das ist jetzt eigentlich nicht so schön. Dafür habe ich mir ein bisschen Grün reingebracht. Und mit Krampen, ja, wir machen die immer zum Arbeiten einfach in so ein Schälchen rein. Und mit Krampen kann ich einfach grün, ja, etwas grün auf diesem Römer festkrampen und grün den damit ganz, ganz schnell mit einfachen Mitteln aus. Hab auch schöne Konifere, tolles Grün, ja. Hab, also das ist jetzt hier von der Muschelzypresse. Eine Konifere oder so silbrige, ja, und habe dann einfach mit einfachen Mitteln, dadurch, dass es längere Stückchen sind, geht es natürlich ratzfatz. Je kleiner die Stücke, desto länger brauchst du auch. Also es ist nicht unbedingt immer förderlich, wenn man mit kleinen Stücken arbeitet, weil dann bekommt man eine Fläche ewig nicht zu und das ist dann doch ziemlich aufwendig. Also nicht keine kleinen Stücke nehmen, immer ein bisschen großzügiger arbeiten und manchmal muss man natürlich auch Reste aufbrauchen oder man hat, wie ich hier jetzt, einen Zweig, der ist jetzt zum Beispiel, der hat halt viele so kleine Schniebel, die seitlich sind. Die Spitze, die würde ich mir für was Besonderes aufheben. Also wir Floristen, wir fangen nie an der Spitze zu schneiden, wir fangen eigentlich immer erst unten an zu schneiden und gucken mal, für was wir das noch brauchen können. Weil das Kostbarste an diesem Zweig ist natürlich immer die Spitze. Das heißt, da überlege ich mir dann schon immer gut, was ich damit anstelle. So, mein Kränzchen ist also jetzt innen auch ausgegrünt. Ich habe hier überall Grün dazwischen. Und so, super. Das Auge nimmt den Übergang eigentlich gar nicht mehr wahr. Und jetzt gehe ich einfach her. Nehm Heißkleber,
mach viel Heißkleber auf die Fläche und dann werde ich diese zwei, ja, diesen Strohrömer auf Strohrömer, wie gesagt, flache Seite auf flache Seite einfach aufeinander kleben. Man sieht auch jetzt hier, dass von dem Heißkleber das Kranzwickelband das etwas schmilzt, aber das macht nichts aus. Das ist kein Problem. So, jetzt muss ich das Ganze natürlich noch ordentlich und passend aufeinander machen. So, prima. Das hält also schon schön stabil. Und jetzt kommt meine nächste Idee. Also ich war tatsächlich noch mal im Keller und im Hof. Ich habe noch mal so, ja, ein bisschen Chinaschilf, Birke habe ich gefunden und habe gedacht, ach, kann man eigentlich was Schönes damit machen? Und dann habe ich noch, ich habe meinen Wein zurückgeschnitten. Und das sind jetzt wirklich die Weinranken von draußen. Und da habe ich gedacht, ach, das ist eigentlich doch viel zu schade, um das wegzuwerfen. Und wie ihr mich kennt, fällt mir immer was ein. Und mit diesem schönen hellen Material, das ich natürlich auch ganz toll fand als Pendant zu diesen hellen saharafarbenen Kerzen, habe ich gedacht, zeige ich euch doch noch mal den Kranz, ja, den ich einfach mit, ja, wieder mal mit vermeintlichen Restmaterialien mache. So, ich lege einfach meine, ja, Birke, Chinaschil, ich lege das einfach hier jetzt mal drüber, über meinen Kranz. Ich nehme dazu jetzt ich habe überlegt, nehme ich einen grünen Myrtendraht oder nehme ich einen braunen Myrtendraht. Habe ich auch so ein bisschen nachgedacht. Und dann habe ich gedacht, naja, ich glaube, ich nehme lieber einen braunen, weil ich habe ja dann nachher noch auch meine Kerzen in Sahara. Es ist also kein Widerspruch. Und braune Elemente kann ich ja auch noch hier reinmachen in meinen Kranz mit den Zapfen. Ich habe auch noch andere schöne Sachen. Aber es lohnt sich ja immer, bis zum Schluss dran zu bleiben, wie ihr wisst. Und deswegen verrate ich jetzt noch nicht, was ich alles vorhabe mit dem Kranz, weil das kommt ja gleich im Laufe des Videos. So, ich mache jetzt mal einen Fixpunkt mit meinem Reisig. Und natürlich passt das jetzt hier nicht so ganz perfekt. Aber ich gehe einfach her, schneide diesen Chinaschilf und die Birke, schneide die durch und kann die dadurch hier schön bündig um meine Füßchen, um meinen Kranz legen. Und dann gehe ich ganz einfach hinterher mit meinem braunen Myrtendraht und wickle diesen, ja, wickle meine Basis, ja, meine, ich sage jetzt mal, meine Gestrüppbasis, wickle die einfach fest, natürlich unter meinem grünen Kranz, ja, nicht. Ich lasse das natürlich nicht höher laufen, sondern es muss jetzt drunter sein. So, wichtig ist eigentlich hierbei, nicht zu fest zu wickeln, weil wenn man zu fest wickelt, ich möchte ja gerne so eine Lässigkeit haben und dass das so locker nach unten geht. Wenn ich jetzt zu fest wickeln würde, dann würde ich mir das alles so zusammenwickeln, weil ich möchte ja mit diesem schönen Chinaschilf und der Birke möchte ich meinen unteren Strohrömer abdecken. Ja, und das ist jetzt wirklich nur zum Abdecken. Und der schönere Teil, der jetzt natürlich auch so, es hat so einen schönen braunen Schimmer, der schönere Teil meines Unterbaus sind jetzt meine Weinranken. Und da gehe ich einfach her, leg die so lässig über meinen Kranz, die muss man erstmal ein bisschen beherrschen, ja, leg die so ganz lässig hier drumrum. Und wenn die jetzt von der Länge her nicht ganz passen, dann mache ich es wieder wie vorhin. Ich schneide so. Ich schneide einfach die Ranken dann einmal durch und lege sie.
beziehungsweise nee, es geht sogar, es legt sich alles so und wickle auch diese Weinreben, diese schönen, wickle die einfach um meinen Kranz fest. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Länge und dann mache ich genau das, wovon ich gerade gesprochen habe. Ich gehe her, schneide die einmal durch und lege sie ein bisschen enger aneinander. So, da muss ich jetzt natürlich einmal gut festhalten, damit ich sie in meinem Kranz, ja, an meiner Kranzbasis festwickeln kann. Falls du noch nicht so eine Fingerfertigkeit hast, das alles zu handeln, du siehst, ich muss auch gucken, dass ich es festhalte, dann kannst du jemand fragen, ob er dir kurz hilft. Und diese Reben oder diese Ranken vom Wein, also wenn du deinen Wein zurückschneidest, ganz wichtig ist, ihr müsst die draußen lagern. Und wenn die drin sind, dann werden die trocken und dann sind die nicht mehr so flexibel, dass man die so verarbeiten kann. Und wenn die draußen sind, dann kann man die noch biegen und das ist eigentlich das A und O. Weil ansonsten könnt ihr die tatsächlich nicht mehr verwenden. Oder ihr wickelt sofort einen Ring damit, dann geht es natürlich auch. Ich glaube, ich spiele euch mal ein Foto davon ein. Da werde ich das auch beim Tageslicht fotografieren. So, ich komme jetzt zu den Kerzen. Kerzen anbraten, dann nehme ich immer ein Tuch, stelle die Kerzen auf das Tuch drauf, stelle die auf den Kopf und nehme einen festen Draht, einen blau geglühten, am besten einen 16er Draht und brauche für jede Kerze drei Drahtstücke. Ja, drei Stücke, die etwa, naja, was sind das? 7 cm, 6, 7 cm an Draht. Nehme den Draht, mache den an alle Kerzenflamme. Extra die Kerze weggeräumt, dass ich hier nicht irgendeinen Unfall baue. Macht es an eine Kerzenflamme heiß und am besten nehmt ihr natürlich den Draht mit einer Kombizange aus dem Werkzeugkasten eures Mannes. Macht ihr die Drahtspitze heiß, macht den Draht in die Kerze rein, so, lasst das Ganze ein bisschen abkühlen, nehmt den nächsten Draht und auf die Art und Weise werden jetzt die ganzen Kerzen angedrahtet. Also das sind jetzt die Kerzen, die habe ich jetzt alle gedrahtet mit festen, ja, mit Drahtstücken und dann werden die Kerzen hier einfach auf dem Kranz immer schön gucken, dass man natürlich gleiche Position gegenüber hat. Erstmal überlegen, wo er hin soll. Und dann so mit der flachen Hand kann man die Kerzen dann reinklopfen und man merkt ja gleich, wie die so im Strohrömer versinken. Und immer natürlich mit der flachen Hand klopfen. Ja. Und wenn die Drähte schön schräg angeschnitten sind, so, ein bisschen Gewalt muss manchmal sein, wenn die Drähte schön schräg angeschnitten sind, dann gehen die Kerzen auch sehr gut in diesen Strohrömer rein. So. Die Drähte sollten nicht, ja, so ein Stückchen oder so in die Kerze rein gedrahtet werden. Mein Vorsatz ist eigentlich bei diesem Kranz, ich wollte eigentlich bei diesem Kranz wirklich fast nur Natur. Ich wollte keine Kugeln. Und ich bin auch ein Fan davon, wenn die Kerzen vielleicht so eine kleine Filzschnur bekommen. Die hole ich jetzt mal. Das wäre schön. So, das ist jetzt also die Filzschnur, die ist jetzt passend. Nennt sich Filzdocht. Wenn ihr das bestellt und habe ich jetzt passend zu den Kerzen
Und mache ich jetzt auch ganz lässig, wirklich nur einmal geschlungen um die Kerzen. So, jetzt habe ich die Länge, die ich brauche von dem Filzdocht. Gehe her, mache jetzt, nehme die Länge und mache jetzt einfach eins, zwei, so, drei, vier. So. Und dann geht es zack, zack. Dann brauche ich natürlich nicht jedes Mal mehr überlegen, welche Länge brauche ich bei diesem Filzdocht. So, mein Gedanke ist, ich schlinge diesen Filzdocht zweimal um die Kerze. Jetzt muss ich das auch mal zeigen im Video. Habe hier noch so ein schönes Sternchen. Ja, ein passendes Sternchen, in das so glitzert. Und mache als Abschluss von dieser Kerze, mache ich einfach nur das Sternchen auf den, gucken, ob ich so rum mache. Nein, ich mache es andersrum. Ja, mach das da drauf. Damit das Sternchen gut klebt, mache ich tatsächlich noch ein bisschen Moos, weil das Sternchen ist, man sieht es jetzt hier im Video, das ist ja hohl, also so gebogen. Und ich möchte nicht, dass das abfällt. Und so hat es natürlich dann eine bessere Fläche. Das heißt, ich gehe einfach her, mache ein bisschen Moos auf meinen, ich zeige es euch mal hier, mache ein bisschen Moos auf meinen Filzdocht. Ja, also jetzt habe ich hier drauf gemacht. So, und jetzt hat das Sternchen eine hervorragende Fläche, dass das perfekt sitzt, und klebt es einfach auf das Moos drauf. So, zeige es euch noch einmal in der Nahaufnahme. So, mein Sternchen sitzt einfach auf dem Moos drauf. Genauso mache ich es jetzt mit den anderen Kerzen. Also ich mag das halt so gern, weil ich finde, es ist einfach ein total schöner Abschluss, wenn ich diesen Filzdocht nehme oder auch ein feines Bändchen. Das darf aber nicht so ein dickes Band sein, wenn, dann muss das wirklich so was Kleines, Feines sein. Und dann ist das auch, ja, das ist ja auch eine feine Arbeit, so ein Adventskranz. Und deswegen, ja, mache ich bewusst wirklich nur, ja, eine dünne Schnur, was Edles. Natürlich edel und mit wenigen Mitteln einen schönen Abschluss gemacht. Und dann sieht es gleich ganz anders aus, wie wenn die Kerze jetzt nur so hier drauf sitzt. Ich zeige euch das gleich auch nochmal, wie das ohne aussieht. Ja, dass man es einfach mal den Unterschied sieht, warum das so die feine B-Note ist eigentlich. Und ich bin ja immer für so kleine, feine Spielereien, dass das auch toll aussieht. So, also jetzt hier nochmal der Abschluss. So sieht es aus, die Kerze mit dem Filz, ja, und mit dem Bändchen. Und dann zeige ich es nochmal. Das habe ich jetzt hier bei mir. Und so sieht es aus, wenn ich keinen Abschluss habe. Ja, und es ist eigentlich viel goldiger mit dem Filz. Das ist so eingekuschelt. Ja. Ach ja, ich spreche immer so liebevoll, gell, über meine Sachen. Aber ich mache es auch total gerne, und es ist einfach schön, ja, und mit so wenigen natürlichen Dingen so schöne Sachen zu gestalten und zu kreieren. Ja, das ist natürlich wieder wirklich das Schöne an diesem Beruf, und das Schöne, dass man so viele tolle Ideen entwickeln kann. Und also ich könnte mir tatsächlich, ich habe wirklich schon überlegt, ob ich wirklich noch was mache. Habe auch hier Zapfen, ja, Strobuszapfen. Ich bin eigentlich dagegen. Habe schon ein bisschen probiert, Zäpfchen. Und da bin ich eigentlich schon viel eher dabei. Das finde ich jetzt echt schön. Ich lege mal mein Geschirrtuch wieder weg. Ich habe zu viel Zeug auf meinem Tisch, ich weiß. Das ist aber bei der Arbeit so. So, die Kerzen sind hier jetzt weg. Also ich habe dann über Zäpfchen nachgedacht und nicht Zapfen. Und tatsächlich gibt es natürlich auch solche Zapfen, ja, die man auch halbieren könnte. Aber ganz ehrlich, das ist mir jetzt alles zu viel. Und ich hole meine kleinen gebleichten, meine kleinen Zapfen. Ganz, ganz dezent. Ja, das sind jetzt meine kleinen Kieferzäpfchen. Ja, habe ich so einen großen Korb davon. Und diese kleinen Zäpfchen, ich finde, das reicht eigentlich total. Und man könnte die auch drahten, dann kann man sie natürlich im nächsten Jahr noch benutzen. Wir selber drahten im Blumenladen
relativ wenig, weil das früher hat man gedrahtet. Drahten dauert ziemlich lang. Aber wenn ihr das für euch macht, dann könnt ihr das ja machen, weil ihr habt ja ein bisschen mehr Zeit als ich im Video. Ich gucke ja immer, dass ich natürlich auch fix euch Ideen zeige. Und ja, also mein Gedanke ist, ich mache jetzt noch ein paar Zäpfchen hier drauf und man könnte, nee, auch ich mache hier auch hier unten nichts. Nein, ich mache tatsächlich nur Zäpfchen zwischen die Kerzen und dann werde ich diesen Kranz so natürlich lassen. Und wer Lust und Laune hat, kann ja auch noch was Bärriges wie einen Eukalyptus zum Beispiel, kann sowas ja mit integrieren oder ein bisschen Stacheldraht, dieser Calocephalus. Habe ich hier noch einen stehen? Ja, ich habe hier noch einen stehen. Super. Ja, dieser Stacheldraht, den könnte man zum Beispiel auch so partiell noch dazwischen machen. Aber mir gefallen diese Weinranken oder die gefallen mir so gut mit ihrer Natürlichkeit. Ich mache nichts dazwischen. Ich habe mich einfach jetzt dagegen entschieden. Es gefällt mir so gut und ich lasse ihn so, weil ich würde ihm sonst nicht was dazugeben. Ich würde diesem Kranz sonst was nehmen. Das Einzige, was ich mache, das seht ihr jetzt so nebenher, ich mache noch so ein bisschen Grün, ein schönes Grün, zwischen die Kerzen und mache dann den Zapfen rein, weil das gibt ihm natürlich noch so eine schöne Note. Und wenn ich den Zapfen nur auf das jetzt auf dieses ja Grün machen würde und das ist an der Stelle so ein bisschen flach, dann finde ich, kommt der Zapfen nicht so toll zur Geltung. Und das ist echt das Einzige, was ich mache. Es ist also ganz, ganz dezent, ganz natürlich dekoriert. Und das ist jetzt tatsächlich ein reiner Naturkranz. Wirklich nur mit Reben und Zapfen und vier Sternchen und ein bisschen Filzdocht. Mehr nicht. Ich könnte auch mal, wenn der Zapfen kleiner ist, so ein kleines Grüppchen machen. Grüppchen ist also, dass hier zwei sind. Aber ansonsten ist das tatsächlich auch jetzt wirklich genug des Guten. Ich lasse diesen Kranz so natürlich, wie er ist. Und ich werde morgen bei Tageslicht mache ich noch mal ein paar tolle Fotos davon, die ich natürlich dann in das Titelbild von dem Video reinstelle. Aber ansonsten ist der jetzt genauso, wie ich mir den auch zu Hause total gern hinstellen würde, auch mit diesem Sahara. Ja, ich bedanke mich fürs Zugucken. Bei Interesse könnt ihr nach wie vor auch die tollen Bäumchen, die ich hinter mir habe, die könnt ihr auch noch bestellen. Zapfenfotos mache ich euch. Also ist mein Angebot heute an euch. Bäumchen begleitend mit Zapfen und die Zapfenkörbe. Da spiele ich euch die Bilder nochmal alle ein. Und ich wünsche euch ganz Tolles, ganz viel Spaß und ganz tolle Adventskränze, die ihr selber gestaltet. Guckt meine Videos von den Adventskränzen letztes Jahr, da habe ich mich richtig ausgetobt. Ich bin dieses Jahr nicht so dazu gekommen, wir hatten einfach zu viel Arbeit, sorry. Aber ich freue mich, dass ihr dabei wart und sage euch alles Liebe und freue mich auf eure Kommentare. Alles Liebe und Gute von eurer Margit. Macht's gut, bis bald. Tschüss. Ha ha.